Hallo Leute, hier ist wieder euer Banana Brother Chili und wir sind zurück bei Let's Play Chrono Trigger. Wir wollten auf den Weg zur Brücke gehen und das machen wir jetzt auch direkt. Schauen wir mal, was wir an der Brücke finden. Wir waren ja auf der Suche nach... Ach genau, den Weiterweg. Ja, egal. Okay, an der Brücke haben wir keine große Information bekommen, nur dass Frozy, der Emo, einfach mal übergesprungen ist. Na, kämpfen wir mal. Leveling ist ja immer gut. Ach, das sind nur zwei. Ah. Na, dann kümmere ich mich darum und Gudi, Gudrun und Laggy kümmern sich um den anderen komischen Zwerg. Whatever. Um das andere Vieh. Also, ja, ja, ich überlege gerade ehrlich gesagt, was ich sagen soll. Es ist zurzeit kein Thema, was ich direkt ansprechen könnte. Bla bla blub blub. Anal mit dem Wahn und so weiter. Ja, aber ich bin gerade echt Thema. Mir fehlen Thema. Alter, warte. Das war eine anale Penetration, was der da gemacht hat. Mit der auch? Alter, der Anal penetriert alle. Naja, ja, was ich jetzt einfach mal fragen kann, ist, wer von euch allen spielt denn eigentlich auch League of Legends zum Beispiel? Oder, ja, was spielt ihr allgemein? Spielt ihr, keine Ahnung, Battlefield 3, Crossfire, Wirkfire meine ich. Oder, ja, was spielt ihr halt? Ich würde mich halt schon interessieren. Oh, jetzt sind wir bei dem komischen Feld angekommen. Oder bei so einem komischen Feld angekommen. Eure Hoheit, Prinzessin, wir... Bitte nenn mich Gudrun. Also gut, Gudrun. Gudrun, beobachte. Das Teil erinnert mich irgendwie extrem an Sailor Moon. Wow! Jura, du bist erstaunlich! Ja, das ist wahr. Ich meine, keine falsche Bescheidenheit. Du bist wirklich begabt. Ich würde meine königlichen Vorfahren sofort gegen dein Genie tauschen. Jo. Nur, wenn du meinst. Jedenfalls nenne ich dieses Ding hier ein Tor. Hey, das ist ein Ball. Der muss ins Tor. Mann, Frauen. es ist eine Art Portal. Ja, haben wir. Jetzt heißt es Portal. Das einen an denselben Ort einer anderen Epoche bringt. Tore sind sehr instabil. Also habe ich aus dem Hinter. Ach, was? Also habe ich aus dem Hinter meiner Teleschüssel einen Torschlüssel gemacht. Jetzt haben wir sie unter Kontrolle. Aber warum erschien dieses Tor plötzlich? Entweder. Ach man, entweder war es die Teleschüssel oder etwas anderes. Jetzt wird's mir zu kompliziert. Gehen wir endlich in unsere Zeit zurück. Genau. Kommst du, Chili? Go for it. Yay. Na, schauen wir mal kurz rauf, wie das Wetter ist. Die Blümsche wehen im Wind. Die Bäume wehen im Wind. Und ich muss kacken, ganz geschwind. Huhaha, ich bin ein Rapper. Okay, eigentlich nicht. Puh, wir sind zurück. Chili, Luca,
Habt ihr nicht Lust, mit mir ins Schloss zu kommen? Wir könnten zusammen zu Abend essen. Cody, entschuldige all das hier. Soll das ein Witz sein? Ich hatte seit Monaten nie keinen solchen Spaß gehabt. Und auch keine Freunde. Ja, ich sag's ja, jungfräulich. Chili, sei so nett und bring sie nach Hause. Ich habe noch was zu tun. Ihr habt noch was zu tun. Bis bald, Luca. Bringst du mich nach Hause, Chili? Wenn's sein muss. Ach, das Fest ist sogar noch voll im Gange. Na, schauen wir mal, was der Roboter macht. Erstmal wieder hier fressen. Ich bin viel was ist das gegen? Ah. Oh, Mann, du scheiß alter Mann. Katze, komm mit. Da ist nämlich jemand, der dich sucht. Och. Dumme Katze. Meine Katze, danke. Du bist so süß, Tilly. Ja, Gudrun. Ja. Aber gibt ihr uns vielleicht noch irgendwas? Hier, kleines Kind, Belohnung. Nee, es ist nur... Du bist süß, Tilly. Ach, gehen wir mal zu unserem Homie. Scheiße, ich weiß wieder nicht, wann ich die Aufnahme gestartet habe. Na... Dann komm her. Mal schauen. Bist du One-Hit? Bam! Okay. Ja, ist es. So viel dazu. Na gut, ich habe auch gesehen, meine letzten Parts waren alle ein bisschen länger. Die sind ein bisschen in die Länge gezogen worden, habe ich gesehen. Und ja, ich werde jetzt einfach mal suchen. Ich gucke gerade mal schnell. Okay, dann weiß ich jetzt so ungefähr so grob, wann ich die Aufnahme gestartet habe und kann mir es dann ungefähr vorstellen, wann ich dann... Nee, das Magnet, die Magnetklinge holen. Boah. Lags. Das passiert, wenn man hochlädt, ein Video rendert und nebenbei aufnimmt. Ach man, jetzt will er wieder das Amulett. Nein, das kriegst du nicht. Schnorrer. Wer hupt da draußen? Ich komm dir gleich raus. Und hupt dir eine. Oh, Arschloch. Ah. Ja. Wir sollten sie ins Schloss bringen. Das machen wir jetzt auch mal. Ich lass mich ablenken von einem Auto, das hupt. Egal, aber leveln können wir auch noch ein bisschen. Dann sind wir stark genug für die nächsten Kämpfe. Bam! Und 67 ist ein One-Hit. Ja, also Chili macht mittlerweile schon ganz schön guten Damage. Wenn man bedenkt, das war jetzt ein Crit von Gudrun. Und sie kommt nicht mal annähernd an den Damage ran von Chili. Naja. Ich glaube, sie ist auch underlevelt noch. Gudrun lernt reizen. Und ich lerne gleich kotzen. Oh Gott. Spinnen? Na gut, machen wir einmal Spin to Win. Einmal, ich weiß nicht, Schuss, was weiß ich. Ah, Mann, jetzt läuft mir die Nase. Schauen wir mal, ist da was drin? Ne, ist nichts dran. Ist hier was drin? Auch nicht. Hier? Ne, ah, da ist wieder so. Hä? Also das habe ich jetzt nicht wirklich verstanden. Ich glaube, das muss ich auch nicht verstehen. Na dann. Schlitzen wir erstmal die weg. Spin to win, spin to win, spin to win, spin to win. Noobs down. Und noch ein Noob down. Und das bringt uns 10 Erfahrungspunkte. Yes. Ja.
Ach ja, kleine Info, obwohl mittlerweile ist es eigentlich eh schon egal, aber Frozy hat. Ich hab mit Frozy geredet und Frozy will jetzt auch. Ich sag mal, bald. Also, es sollten bald die ersten Videos von Frozy kommen. Und ja, damit würde es dann täglich, schätzungsweise, wenn er es auch so einhält wie ich, ein neues Video von mir geben und ein neues Video von Frozy geben. Es ist jetzt nur grob geschätzt, aber ich denke mal, dass wir es so machen werden, dass ihr dann täglich zwei Videos habt von zwei verschiedenen Stimmen. Na, dann sind wir ja schon im Schloss. Prinzessin Nadia! Alles in Ordnung! Wo wart ihr? Seid ihr entführt worden? Die Soldaten haben euch gesucht! Gauner! Du warst es also! Der Entführer Prinzessin Nadias! Ey, wie? Was ist denn das für einer? Nein! Er ist... Dir! Du hast ihn verwirrt und versucht, an den Thron zu kommen. Terrorist! Aufhören! Aufhören! Nein, nein, den berührt keiner, das ist meiner. Sofort aufhören! Was tut ihr? Prinzessin Nadia sagte. Idioten! Packt ihn! Tilly! Ach, wenn ich mich recht erinnere, ist das Gericht. Glaube ich. Ich bin der Kanzler, der Ankläger. Ich bin Anwalt Pierre. Hohes Gericht. Der angeklagte Chili wird nun vorgeführt. Ihm wird vorgeworfen, Prinzessin Nadia entführt zu haben. Ach Gott, mir fällt gerade ein, das ist bestimmt ein... Oh nee, das ist der lustige Part, ja? Das ist der lustige Part. Was machen wir mit ihm? Rösten? Für ein paar Jahre mit dem Kopf nach unten aufhängen? Oder einfach köpfen? Oha, das sieht ja schlecht für uns aus. Das sieht schlecht für uns aus. Ihr, die Geschworenen, werdet über ihn richten. Fangen wir an. Oh Mann, blöder Husten. Ich hoffe, er hört bald auf. Chili, dir wird... Achso, das ist jetzt der Richter, egal. Chili, dir wird hiermit befohlen, die Wahrheit zu sagen. Chili wird der vorsätzlichen Entführung Prinzessin Nadias beschuldigt. Aber hat er dieses Verbrechen überhaupt begangen? Nein! Es fand gar keine Entführung statt. Oh. Die beiden begegneten sich völlig zufällig. Tatsächlich bat ihn, die Prinzessin, darum, ihn begleiten zu dürfen. Ja, das stimmt. Tatsächlich. Wer hat mit diesem Unsinn angefangen? Goody war's. Goody war's. Ach ja. Zeugen berichten, dass du es warst, der die Prinzessin angerampelt hast. Der die Prinzessin angerampelt hat. Ja, ich war's. Mhm. Hey. Ja, Flashback. Arglos folgte dir die Prinzessin zu Lukas kleiner Nebenvorstellung. Und dann seid ihr beide verschwunden, wenn das mal keine Entführung ist. Oh ja. Oh ja. Wie verrückt. Ich habe Fakten, die den Charakter des Angeklagten in Frage stellen. Ich hoffe mal, dass das noch in dem Part passt. Einbruch. Solche Fakten haben nichts mit diesem Fall zu tun. Widersprecht ihr, Kanzler? Chilis Charakter betrifft den Kern dieses Falles. Er hat nichts zu verbergen. Unsere Zeugin... Oh Scheiße, der Part wird echt lang. Ein kleines Mädchen, das den Charakter des Angeklagten sprechen wird. Das ist doch, glaube ich... Oh Gott. Halleluja, Gott sei Dank.
Dein alter Mann hat mir meine Katze gefunden. Dankeschön. Das sagt doch alles. Dafür verdient Chili eine Medaille. Boah. Scheinbar akzeptieren sie es. Und wieder Lex. Hast du jemals was gestohlen? Ja, das Essen. Aha! Ihm fehlt Moral. Das sollte aufgeschrieben werden. Er schreit geradezu nach Hilfe. Der da hat mir mein Mittagessen weggemampft. Aber nicht auf die Art und Weise. Ich würde sogar fast sagen, ich mache jetzt erstmal hier einen Cut, weil mir das ein bisschen zu lang wird und ich Sorgen habe, dass der Part zu lang wird. Also von daher erstmal ciao ciao und bis zum nächsten Part bei Let's Play Chrono Trigger. So, hallo Leute, Banana Brother Chili wieder hier. Ich habe jetzt schon gemerkt, also die Aufnahme war auf jeden Fall zu lang. Und ja, ich habe jetzt einfach mal kurzerhand mein oder beziehungsweise unseren YouTube unser YouTube-Konto oder unseren Kanal, whatever, so gemacht, dass wir über 15 Minuten Länge hochladen dürfen. Sprich, macht es keinen Unterschied, ob ich das jetzt in ein oder zwei Parts hochlade. Deswegen habe ich mich dazu beschlossen, dass ich einfach einen Part machen werde, der dann halt länger gehen wird. Ich will noch diese Gerichtsverhandlung und dann geht's weiter. Bitte zu Protokoll. Chili bestahl einen armen alten Mann. Hier geht es ums Motiv. Hatte dieser integre Bürger Grund, Prinzessin Nadia zu entführen? Nein, hatte er nicht. Ganz klar, Erpressung. Chili, ihr Vermögen hat dich gelockt. Nein. Bist du dir sicher? Keine Verlockung. Kein bisschen. Denk daran. Er hatte angeblich kein Interesse an ihrem Vermögen. Bitte den Zeugen. Hä? Oh ja, ich habe alles gesehen. Alles genau gesehen. Ich bin mir ganz sicher. Oh ja, ich bin so nervös. Dieser Kerl schnappte sich das Amulett, ohne nach der Prinzessin zu sehen. Och man. Scheiße. Zurückgeben kam ihm gar nicht erst in den Sinn. Was laberst du? Ach, scheiße. Ups. Er wollte es an den Händler Melchior verkaufen. Shit. War's das? Kann ich gehen? Oh Gott, da Scheiße. Alles, was ich gemacht habe, ist schlecht gewesen. Keine weiteren Fragen. Keine weiteren Fragen. Euer Ehren. Geschworene, wenn ihr ihn für schuldig befindet, geht nach links. Wenn nicht, dann nach rechts. Ah. Schuldig. Nein. Schuldig. Nein. Nicht so. Oh. Ach, komm schon. Komm schon. Nein. Ich hab's Gefühl, wir sind ganz schön am Arsch. Warum sind das alles so alte Männer? Ich bin am Arsch. Also, das ist das Ende von Let's Play Chrono Trigger. Ja, von Let's Play Chrono Trigger. ja. Gleich werden wir hingerichtet, schuldig. Ach du Scheiße. Oh Gott, oh Gott. Ruhe im Saal. Das Urteil ist gesprochen. Das Urteil lautet schuldig. Zur Strafe Einzelhaft und Exekution binnen 3 Tage. Oh, scheiße. Puh.
bringt ihn weg! Augenblick! Verflixt! Prinzessin! Oh Gott, Rettung, Rettung, bitte! Ja, nein, bitte! Halt ein, mein liebes Kind! Aber Vater! Aber Vater! Ich möchte doch nur, dass du dich einer Prinzessin gemäß benimmst. Du musst die Regeln lernen. Überlass alles dem Kanzler und vergiss die Jahrtausendfeier. Wir gehen. Jo. Also. Das war's dann wohl. Na, sauber. Ich weiß gar nicht, habe ich es mal geschafft, nicht schuldig zu sein? Der Terrorist wollte unser Königreich stürzen. Er wurde für schuldig befunden und ihr müsst nun das Urteil vollstrecken. Bam, Alter, voll den Arsch tritt. Also, das ist das Monster, das die Prinzessin entführt hat. Die Hinrichtung ist in 3 Tagen. Lass ihn nicht aus den Augen. Jawohl, Herr. Wachen! Ach du Scheiße. Bringt den Gefangenen weg. Wack, 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 wack. Jetzt liegen wir da. Oh, aber wir leben. Brrr. Ja, das dauert halt. Na gut, aber ich habe gesagt, nur noch die Gerichtsverhandlung und die ist vorbei. Deswegen wünsche ich euch einen schönen Tag noch und wir sehen uns beim nächsten Part bei Let's Play Chrono Trigger. Bis dahin, ciao.